Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sind jetzt schon auf dem Weg zur nächsten Mission. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Vergesst nicht am Ende das Video zu bewerten. Ihr wisst ja, wie es läuft. So, was ist hier los? Sam. Hey, kennst du den Typ? Verschwinde, du Arsch. Ich bin beschäftigt. Und außerdem ganz schön eingebildet, was? Hör zu, ich weiß, die ordentlich Showboys bringen sie rein. Ich möchte rausfinden, wieso. Nein, scheiße, den kenne ich nicht. Wir kennen uns nicht alle. Setara sagt, du könntest mir helfen. Gib mir irgendwas. Wieso hast du das nicht gesagt? Auntie Shu hat ein Büro in der Import-Export-Firma auf der Gold Street. Da sind Aufzeichnungen. Aber sag Setara, dass wir damit quitt sind. Ja, danke. Okay. Muss der scheißen, oder was macht er da? Ist doch voll die heftige Russenhocke, oder? Oh. Meine Karre wurde umgestellt, warum auch immer. Hui! Das hat sich schon mal gelohnt, dahin zu fahren. Aufgepasst, ich folge gerade einer Spur in Chinatown. Ich glaube, es ist ein ordentlich Schuhunterschlupf oder sowas. Ich sag euch Bescheid, wenn ich was finde. Okay. Halt die Augen nach allem auf, das wir in Bezug auf den Börsenhack brauchen können. Okay. Was sein muss, muss sein. Was sein muss, muss sein. Da drinnen sind sie. Okay, das ist gut zu wissen. Gehen wir hier rein. Und schauen mal. Kleiner Scheiß. Wow. Ah, hier ist das Treppenhaus. Hier geht's hoch. Okay. Na Jungs, was geht? Trefft ihr mich auch? Da ist das Safe. Ich muss also auf jeden Fall hier hoch. Okay. Alles klar. Schnell rein. What the fuck? Dämliche Scheißköter, Alter. Es wäre so geil, wenn ich die Tür hier unten zumachen könnte. Kommt her, ihr kleinen Schweine! Aber ich hab echt Schiss, dass sie von hinten kommen. Da kommt irgendwer. Beeil dich, Marcus! Kann man das absprechen? Scheiße, oh Motherfucker, Scheiß! Oh fuck. Die Sounds klingen so komisch irgendwie. Alter Schwede. Jetzt kommt doch her, Jungs. Habt ihr keinen Bock oder was? Jetzt kommt ihr, oder? Kommst du? Willst du sterben? Na, komm. Scheiß auf den. Was? Wir schnappen uns die Kacke jetzt einfach. Gar nicht,
Chill doch noch länger, Marcus. Hallo. Da sind noch Gegner, war? Das hast du schon gecheckt. Das ist vielversprechend. Mal sehen, was du versteckst. Hast du was Gutes? Dokumente. Kannst du Chinesisch? Nein, aber Karten und Diagramme lesen. Karten und Diagramme von was? Computerknoten, Generatoren, eine schwimmende Serverfarm, internationales Gewässer, irgendwo beim Kabel zwischen China und den USA. Die Pazifikflotte scheucht schon seit Jahren Schiffe und Unterseeboote da weg. Aber die haben recht viel Nass zu überwachen. Nicht, wenn du die richtigen Koordinaten hast. Vielen Dank, Auntie Shoeboys. Schön, und jetzt verschwinde da. Okay. Ich würde sagen, wir haben die Mission geschafft. Alles klar. Puh, okay, hätten wir das gepackt. Warte mal, jetzt werden wir wahrscheinlich... Ja, alles klar. Wie ist der Plan, Stan? Den Kahn hacken, uns mal drauf umsehen und vielleicht rausfinden, wieso Bloom jemand mit Bellwether auf die Börse loslässt. Das einzige Problem, er ist außer Reichweite. Okay. Der Kahn wird nicht mit CTOS vernetzt sein und chinesische Protokolle nutzen. Aber ich habe einen Fix für dich. Easy peasy. Ich patche dich auf meiner Seite rein. Du brauchst einen guten Handyempfang. Ich schicke dir Koordinaten zu einem Leuchtturm in Marem. Denk daran, dich da mal umzusehen. Der Blick ist spektakulär, Hacker. Alles klar. Alles klar. Oh, Alter, wo ist das denn? Kann man da irgendwie... Ne, kann man nicht. Hier Schnellreise? Hier geht's hin. Okay, Motocross-Rennen. Nebenmission. Ne. Nee. Obwohl, so Rennen sind eigentlich, glaube ich, immer ganz cool. So, weißt du, aber diese Nebenmissionen, die sind hier im Spiel bisher wirklich, also... so schlecht, dass ich jedenfalls keinen Bock habe, die zu machen. Oh, fuck. Oh, shit. Ah! Whee! Was erinnert mich gerade an die Mission mit Aiden im ersten Teil, wo man auch mit dem Motorrad von einem Helikopter flüchtet oder sowas. War das nicht so? Ah, fuck, jetzt hab ich's verkackt. Okay, hier hätte ich sowieso nicht lang gehen sollen. Kann ich das nochmal retten irgendwie? Komm bitte. Hallo, was geht? Hey, mach dir jetzt mal nicht in die Buchse, okay? So, jetzt. So, kommen wir da hin. Das war nicht meine Schuld. Oh. Wie kommt man jetzt da hoch? Hier? Okay, ich hab's geschafft und ich bin soweit. Hey, Ray, der Blick ist echt spitze. Ich lüge nie, mein Freund. Aha. Vertragt euch ihr zwei. Bist du bereit, Ray? Yep. Die Protokolle warten auf dich. Mal sehen, was es mit dem Kahn auf sich hat. Wir sind ja schon wieder im Weltall. Okay. Wie ist der Plan? Wenn ich den Plan kapiert habe, und da bin ich sicher, gibt es da Kameras, die ich hacken kann. Ich werde mich da drin mal umsehen. Und was dann? Das Scheißding hijacken. Sobald ich genau weiß, wie. Das ist verrückt. Ich liebe es. Ich will ihren Hauptserver, und das heißt, ihn näher zu uns bringen. Ich gehe rein. Ja, okay.
Und wo vielleicht wäre ganz cool so ein Hinweis oder so. Hacke den Kahn, ja. Ah, da ist er doch. Krass, Alter. Die hacken sich überall rein. So eine kleine Hackergruppe, weißt du, als wär's nix. Der bringt massig Leute um, der Mark ist, weißt du, juckt niemanden. Mann, mach's nicht unnötig spannend. Was juckt einfach du? Niemanden. Scheiße, die machen keine halben Sachen. Ich sehe jede Menge Top-Hardware. Ich sehe auch ein Admin-Terminal, aber ich muss mich umschauen und irgendwo Zugangsdaten finden. Alles klar. Da oben. Hey, Dog, hey, Dog. Das ist jetzt die Frage, wie ich da hochkomme. Hallo, hier liebt jemand Spielzeug. Josh Spielzeug oder Sitara Spielzeug? Die Art, die Batterien braucht, die Art, die ich fernsteuern kann. Aber spiel bloß nicht mit mir. Naja, die Spielzeug, die Batterien brauche, hätte vielleicht auch auf Sitara treffen können. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Dieser Raum scheint wichtig zu sein. Deshalb lieben wir Leute, die das kleine Passwort-Merken-Kästchen ankreuzen. Ich habe ein Login gefunden. Es gibt zwei Anti-Shoes. Wenn du auf der Seite des Gesetzes stehst oder ein Kind bist, triffst du die liebe, kleine, zuvorkommende Anti-Shoe. Wie ein Klischee aus einem Hollywood-Film. Sie entschuldigt sich, wenn sie dich unterbricht. Sie macht sich ganz klein, faltet die Hände vor sich und senkt den Kopf. Der Inbegriff von Harmlosigkeit. Aber als ich mit 13 bei den Shoeboys eingeführt wurde, lernte ich die echte Auntie kennen. Sie steht gerade wie eine Kerze. Sie ist rationell, berechnend. Alle Wärme weicht aus ihrem Gesicht. Mit einem Mal spricht sie akzentfreies Englisch, mit einer respekteinflößenden Stimme. Sie hat mindestens ein Dutzend Kerle umgebracht. Manche davon dreimal größer als sie. Sie kämpft nicht fair. Sie kämpft brutal. Sie statuiert Exempel. Ich kenne keinen furchterregenderen Menschen als sie. Ich glaube, ich habe das Passwort. Du kannst Chinesisch? Ist eine numerische Sequenz. Ein Versuch schadet nicht. Ich glaube, wir haben jetzt Zugang zu den Schiffssystemen. Super. Geh wieder zurück zum Admin-Terminal. Okay. So. Ich bin drin. Irgendeine Idee, wie du den Kahn näher ans Ufer bringst? Du solltest die Treibstoffanzeigen hacken. Lass sie denken, sie hätten ein Leck. Ja, klingt gut. Okay, ich habe die Treibstoffanzeigen gehackt. Die denken, sie sind auf Reserve. Sie kommen zum Auftanken rein. Cool. Bei den Docks in Marin wartet ein Boot auf dich. Ja. Achso, jetzt kommen wir raus. Ich wollte schon sagen, was muss ich machen, um aus der Ansicht rauszukommen. Hui, im Zeitstrudel. Beziehungsweise im Hackerstrudel, Alter. Apfelstrudel hätte ich jetzt eher Bock drauf. Okay, Mission abgeschlossen. Wahnsinn. So. Moment. Achso, okay, das sah nämlich ganz kurz so aus, als wenn es voll nahe wäre, aber das ist ja ganz nur nah gewesen. Hackerspace. Naja. Gut. Was soll man machen?
soll man machen? Ja, ich bin echt gespannt, was da noch so kommen wird, Leute. Also viele von euch oder einige haben ja geschrieben, ey, das wird noch richtig krass und so. Da bin ich mal gespannt, ab wann das der Fall sein wird. Kann man hier raus? Ja. Und ich bin auch sehr gespannt, wenn das jetzt... Ich weiß halt nicht, wie Ubisoft es selber sieht, ob Ubisoft selber sieht, dass Watch Dogs 2 aktuell ihr bestes Spiel ist. Aber ich kann nur hoffen, dass Assassin's Creed in eine andere Richtung geht. Kann ich echt nur hoffen für mich selber. Das da müssen sie echt ein bisschen irgendwie anders rangehen an die Sache. Mal gucken. Alter, was war das denn? Ist das Boot gerade erst aufgetaucht oder was? Nein! Mein Motorcycle! Retro, ich habe das für dich klargemacht. Gut. Kommst du nicht mit? Gehört alles dir. Wenn der Kahn in Reichweite kommt, bringt dich das hier schnell dahin. Okay. Motorboot heizen, Junge. Alles schon ein schöner Blick. Also ist schon geil. Also die Stadt ist auf jeden Fall schon geil gemacht. Mit der Aktivität an der New Yorker Börse abgeglichen. Jeder davon fiel genau in die Vorlaufzeit von volatilen Handelsperioden, sogar schon ab 2007. 2007? Warte mal, dann war also die Finanzkrise... Ein früherer Bellwether-Test, eine Manipulation der Ankaufs- und Ausgabemuster in einem bereits anfälligen Markt. Aber wie konnten die ordentlich Shoeboys darauf so früh Zugriff haben, außer... Außer sie hatten Zugriff darauf. Glaubwürdige Abstreitbarkeit? Vielleicht. Wie lange auf den Kahn? Soll ich direkt draufheizen, so einen richtigen Stunt-Jump machen, oder... Ja, ein bisschen langsamer. Ich hab den Kahn erreicht. Bleib auf Sendung. Du bist ohne Rettungsleine da draußen. Ich werde schon nicht ertrinken. Ich gehe rein. Wünscht mir Glück. Oh, fuck, Alter. Was ist dein Plan? An Bord eines Schiffes dieser Größe könnten hunderte Server sein. Ich muss das Admin-Terminal hacken, um unseren Server zu finden. Was ist denn jetzt los? Was war das denn jetzt? Wurde ich zurückgeworfen? Weil ich zu weit weg war? Sag mal... Ist das... Achso... Oh, dass du auch nicht direkt Start drücken kannst! Mein Gott! Immer erst mit Umwegen. Ich will mir das ganz kurz mal angucken. War gerade ein bisschen verwirrt wegen der Musik, ey. Kann ich hier reinfliegen? Ja. Ich muss da hin, wa? Sonst geht's nicht. Okay. Dann schauen wir mal, wie wir das jetzt machen. Ist es jetzt... Nein, das wollte ich gar nicht. Ist es jetzt besser, dem auch noch einen Headshot zu geben, dass er nicht offen ist? Wahrscheinlich schon, oder? Weil irgendwie kann man die ja besser tasern, die mit der Rüstung.
Weil wenn du jetzt schießen, also wenn ich jetzt schießen würde, müsste ich ja unbedingt auf jeden Fall den Kopf treffen. Ansonsten ist direkt Alarm. Direkt. Krasse Musik auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt in dem Moment kommt natürlich noch einer runtergelatscht. Scheiße, ey. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie die Wege sind jetzt nach oben. Die werden die Leiche sehen, die werden die... Ja. Das kannst du schön lassen, Junge. Jetzt ist richtig Alarm hier wieder. Okay. Geh doch in Deckung! Bist du bescheuert, Junge? Alter Junge! Geh doch um die Decke! Oh, Scheiße, Mann! Knall euch einfach alle ab. Ist mir so scheißegal, Jungs. Wir machen da keine halben Sachen mehr. Guck mal hier. Hier ist der Raum, wo wir davon reingedrived sind. So. What? Alter, ich war 30 Meter entfernt. Alter, übertreib doch jetzt nicht. Hallo, kann ich das mal... Warum kann ich das nicht jetzt? Was ist los? Was für ein Ding? Das müsste gehen. Mal sehen, ob die Backdoor noch okay ist. Hab den Hauptserver auf ihrem System, muss sie nur noch physikalisch lokalisieren. Unter Tragwaffe stehen, könnte alles Mögliche sein. Oh? Was glaubst du, wie groß das Ding ist? Industriegröße. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ey, du sollst doch in der Deckung bleiben, nur einfach so sich da, dich seitlich hinstellen. Dumme Sau. Oh, Scheiße, Leute, drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass ich hier heil rauskomme. Oh, noch weiter runter. Hier. Ich hab den Server. Wie genau kriege ich das Ding jetzt von Bord? Die Pläne, die du gefunden hast, zeigen einen Aufzugsschacht. Da steht, das ist ein Riesending mit... Halt den Mund! Ich rede von diesem Aufzugsschacht.
Schon verstanden. Schaff den Server auf Deck und wir kümmern uns um den Rest. Hallo, ich drücke Kreis, ich möchte kurz mal rausgehen. Kann ich mal bitte rausgehen, weil ich habe irgendwie das... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich vielleicht da an der Stelle zu offen rumstehe. Aber ich kann nicht rausgehen. Aber Hauptsache, es steht da draußen, steht rechts unten verlassen. Ah, jetzt geht's. Wow, nice. Weil irgendwie ist mir das zu heikel hier, oder? What the fuck, was war das denn jetzt? So, falls denn doch jemand kommt, weißt du, dass er mich nicht so locker flockig erwischt irgendwie. So. Was ist denn jetzt los? What the fuck? Wo bist du? Du müsstest mich jetzt eigentlich sehen. Nach was muss ich suchen? Ach du Scheiße, das ist nicht der Mond. Ist das deine Drohne? Überraschung. Extra für uns umgebaut. Jetzt muss ich doch nochmal hinlatschen. Okay, das wusste ich natürlich nicht. Du musst den Server an die Drohne hängen. Drohne? Moment. Ach egal, scheiß drauf. Bin gleich da. Alter. Ich würde sagen, das ist ein kleiner Bug, oder? Das ist ein kleiner Bug. Oh! Wow! Ich hab die Mission erfüllt. Ich hab nichts gedrückt. Ich finde jeden Bug. Josh, Mann, wie oft hast du das Ding schon geflogen? Ich hatte richtig Schiss, dass ich jetzt erschlagen werde von dem Ding. Das hätte ich mir auch noch zugetraut. Aber dann, ohne Scheiß, dann hätte ich meinen Controller... Nee, ich hätte das Spiel zerstört. Ja, das Spiel zerstört, 100%. Boah, Junge, das wär's gewesen jetzt. Das wär's gewesen. Eieieiei, aber gut, wir haben's gepackt. Alles klar, ruhig bleiben, musst du ganz ruhig bleiben. Wissen Sie, Michelle, wir sind froh, dass die Hacker endlich zur Rechenschaft gezogen wurden. Dies zeigt deutlich einen Fehler im System. Von den Tiefseekabeln bis zur Spionage und Sabotage durch Gruppen wie DedSec. Ich sag Ihnen eins. Bloom arbeitet an einem Projekt, das dieses Problem eliminiert. Der Pisser hat den Hackern Bellwether Zugang gewährt, damit sie es testen. Dann hat er den Angriff als Schwachstelle der Tiefseekabel dargestellt. Der Arsch hat's echt drauf. Jetzt melden sich mehr Firmen für Blooms Satellitenpipeline an. Dann feuern wir jetzt aus vollen Rohren auf Dushan. Okay, wir lassen ihn öffentlich aufhängen, wie den scheiß Mussolini. Das ist doch keine Lösung, Mann. Auf unseren Ärschen sitzen auch nicht, aber okay? Wir sitzen nicht auf unseren Ärschen. Nein, bitte, still! Mann! Er ködert uns. Glaube ich. Er versucht ein letztes Mal, uns in den Dreck zu ziehen, als Gefahr. Und wir sind eine Gefahr. Wir waren uns doch alle einig. Nach unseren eigenen Regeln zu spielen, oder nicht? Gut. Wir haben fast alles zusammen, um ihm zu schaden. Dauerhaft. Gehen wir alle wieder an die Arbeit. Und bringen wir die Sache zu Ende. Hm? Alles klar. Okay, wir haben es geschafft. Du bist auf einem Schiff. Ja. Wow. Wir waren auf dem Schiff. Wir waren. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's dann mit der Folge. Lang genug ist sie auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.